Herzlich willkommen auf Burg Windeck oder was davon übrig geblieben ist. Burg Windeck ist eine Höhenburg mit Bergfried, Treppenturm und Rittersaal, auch Palas genannt, und einer Vorburg oberhalb des Museumsdorfes Alt-Windeck. 1174 wird sie als Castrum Novum in Windecke erstmals urkundlich erwähnt und diente den Grafen von Berg als Grenzfeste gegenüber den Grafen von Sayn. 1648, bei Ende des Dreißigjährigen Krieges, wurde die Burg zerstört. Außer der Kapelle und Stallungen blieb nur Schutt und Asche. Im weiteren Verlauf verkam die Burg zum Steinbruch für die Bewohner der näheren Umgebung. 1852 ging die Burgruine in den Besitz des königlich-preußischen Landrates von Walpril aus Kardanzia über. Der ließ auf der Südostspitze des Burgberges auf den Fundamenten und Gewölben der alten Burg Schloss Windeck errichten. Fast hätte das Schloss den Zweiten Weltkrieg überlebt, aber Ostern 1945 setzt amerikanischer Artilleriebeschuss die Gebäude in Brand. 1961 kaufte der damalige Siegkreis die Ruine für die symbolische 1 Deutsche Mark. Schon während der ersten Restaurierungsphase wurden die Reste der Schlossruine abgerissen. Diese Entscheidung erwies sich als goldrichtig, denn als der Rechtsnachfolger Rhein-Siegkreis ab 1987 mit archäologischen Untersuchungen und Konservierungsmaßnahmen begann, kam ein Grundriss zum Vorschein, der eindrucksvoll die unerwartet ausnehmenden Dimensionen der früheren Burganlage offenbarte. Die Burg Windeck war eine der größten Burganlagen Nordrhein-Westfalens und ist geschichtlich sehr, sehr wertvoll. Und so ganz nebenbei hat man von hier oben auch heute noch wunderschöne Ausblicke auf die umliegende Region.